Kannst du dich kurz vorstellen? Ich bin Tanja, ich bin selbstständige Unternehmerin und wohne seit 2009 in Berlin. Davor habe ich lange Zeit im Ausland gewohnt und bin dann in meine Wahlheimat Berlin gezogen. Wo hast du schon überall gelebt? Ich habe in den USA, in Kalifornien gelebt, in Südafrika, in Mexiko, in Malaysia und in Kanada. Wie waren deine Erfahrungen dort? Im Großen und Ganzen fand ich es super spannend und total aufregend und habe es auch sehr, sehr genossen, da viele Einblicke in die asiatische Kultur auch zu bekommen. Also in Malaysia wohnen ja nicht nur Malaien, sondern auch sehr viele Chinesen und sehr viele Inder. Von daher war das sehr, 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 sehr spannend und kulturell sehr abwechslungsreich und vor allem kulinarisch sehr abwechslungsreich. Wie hat dich die Zeit im Ausland verändert? Man wird auf jeden Fall offener, wenn man andere Kulturen kennt und kann den eigenen Horizont eben sehr, sehr stark erweitern. Warum hast du dich selbstständig gemacht? Das hat sich dann irgendwann so ergeben, weil ich viel in der Unternehmensführung auch gearbeitet habe und nach und nach auch gemerkt habe, dass das, was meine Chefs machen, dass ich das eigentlich auch gut kann und dass ich darauf auch große Lust habe. Und ich habe da einfach auf mein Bauchgefühl gehört und habe mich dann selbstständig gemacht. Ist es schwer, selbstständig zu sein? Es ist nicht einfach, selbstständig zu sein. Man muss wirklich schon hart arbeiten und Ziele auch konsequent verfolgen. Und man darf vor allem nicht aufgeben. Ganz, ganz wichtig. Und dann kann man es auch schaffen, erfolgreich zu werden. Aber es ist nicht einfach. Was braucht man, um selbstständig zu werden? Wenn du darüber nachdenkst, dich selbstständig zu machen, dann würde ich dir empfehlen, etwas zu tun, was du gern machst oder was du liebst, damit du eben auch das Zeug hast, dran zu bleiben und die Motivation hast, dran zu bleiben, weil es nicht einfach ist. Was motiviert dich, dran zu bleiben? Ich habe große Ziele oder große Träume, die ich erreichen möchte und das motiviert mich und treibt mich an und ich habe dadurch ja einfach die Kraft, das für ein paar Jahre zu machen. Was macht dich glücklich? Mich macht vor allem glücklich, wenn ich mein Leben nach meinen ganz eigenen Vorstellungen leben kann, wenn ich mein Leben genießen kann und zufrieden bin und mich nicht nach anderen Menschen richten muss, sondern das tue, was ich für richtig halte und dabei anderen Menschen noch helfen kann. Hast du noch einen Tipp für alle Deutschlerner? Die deutsche Sprache ist nicht einfach und ich finde, es ist nicht schlimm, wenn man Fehler macht, denn Deutsch kann man oder überhaupt eine Sprache kann man nur lernen, wenn man sie auch wirklich spricht und wenn man Fehler macht und auch aus diesen Fehlern lernt. Tolle Frage. Nach Südafrika. Im Ausland gewohnt.